Willkommen zurück zu Sonic Frontiers. Beim letzten Mal habe ich zwar gesagt, ich mache die ganzen Levels hier fertig, aber ich habe bis jetzt immer noch keine Zeit gehabt, das eben zu machen. Deswegen machen wir jetzt einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Hier ist noch so ein Checkpoint. Da müsste es irgendwo noch so eine Dinger am Boden geben. Ah ja, hier. Überlegt, ob ich Sonic als Let's Show lasse, dass ich quasi diese vier Folgen, das jetzt der vierte, so lasse und dann als Let's Show weitermache, wisst ihr? Weil das Ding ist, das ganze Projekt ist ganz schön aufwendig. Bin ich da jetzt runtergefallen? Ach, hier ist der. Das ist doch was über Wasserfall. Das wusste ich ja nicht. Dann gucken wir mal, was hier oben ist. Ganz einfach. Ist das dann quasi der Bossfight der ersten Welt, sozusagen. Boah, das könnte ja schwierig werden. Ich muss hier hoch. Hier ist der letzte Emerald, oder? Ja. Super Saiyajin. Thank you.
es könnte hart werden irgendwie. Der verliert ja irgendwie nichts. Oder ich habe halt noch keinen richtigen Schwachpunkt gefunden. Danke, dass ich zweimal für nichts hier weggeschleudert wurde. Junge, ich drück doch schon, was ich kann. Ich werde immer weggeschleudert. Ich drücke R1, weil das die Ausweichtaste. Ja, und dann nochmal. Danke für nichts. Das ist Zeit, die ich nicht habe in dem Spiel. Ich brauche Ringe oder sowas. Das Ding ist, du siehst hier auch nirgendwo einen Schwachpunkt. Das ist es ja. Und jetzt backt die Kamera. Gucke R1, da weicht er nach rechts aus. Warum klappt das denn immer? Das drücke. Ich drücke, was ich... Nee, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich drücke einfach schon, was ich kann. Ich kann ihn nur mal nicht hetzen. Das ist ja das. Der verliert halt auch gefühlt 0 Schaden. Das ist es ja. Guck mal, wie wenig Schaden der verliert. Wir spielen auch leicht. Ich müsste dem auf der Zunge zergehen lassen. Ich hab schon wieder gedrückt. Jetzt werde ich wieder weggeschleudert. Wunderbar. War ja nicht anders zu erwarten. Du kannst nicht. Gucke schon wieder. Ey, das ist doch dumm. Das ist doch lächerlich. Hier gibt es ja keine Schwachstelle, doch sehr gut. Ah doch, da, warte mal. Ich kann das nicht mal anvisieren. Der geht immer automatisch auf diese Stelle der Brust. Guck, ich war schon da drin, drücke Viereck zum Angreifen. Wieder weggeschleudert. Bin mal gespannt, was passiert, wenn ich null Ring habe. Muss ich dann wieder fliehen oder was? Aber so kann ich gut die Trophy fahren für diesen Tempo-Rausch. Das ist ja die Leiste da, die Kombo-Leiste. Wie toll ist halt Tempo-Rausch. Es gibt dann eine Trophy, wenn ich das 20 Mal oder so erreiche. Ja, du wirst weggeschleudert, das geht nicht anders. Hälfte down. Ah, jetzt wird es einfacher, glaube ich, oder? Das ist die Schwachstelle. Hohoho, übertreiben.
Ich glaube nicht, dass das machbar ist. Na, flieg doch hin! Das Ding ist, ich kann die Schwachpunkte nicht angesehen, die da so dampfen. Ich denke mal, das sind seine Schwachpunkte. Guck, ich drücke, was ich will. Das hat man ja jetzt gehört. Passiert nichts. Du wirst immer weggeschleudert. Und manchmal noch ein zweites Mal, weil das Spiel so lustig ist. Ich kann auch nur vorne angreifen. Wenn ich angreifen drücke, geht er automatisch nach vorne. Entweder zum Maul oder zur Brust. Wobei ich das Gefühl habe, die Brust ist effektiver. Und was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Egal, was ich gemacht habe, es hat nichts gebracht. Letztendlich bin ich wieder hier. Es wird sehr knapp, aber vielleicht könnte ich es ja doch noch schaffen mit dem verbleibenden Ring. Oha, jetzt. Jetzt habe ich es geschafft, mal auszuweichen, ohne Ringe zu verbrauchen, aber ich weiß nicht wie. Jetzt trotz leicht noch so übel schwer wird, dann lasse ich das Spiel sein, glaube ich. Denn jetzt will ich das nicht weiter. Ich habe Spaß an dem Spiel, aber wenn mir das schon auf leicht zu schwer wird, dann könnte mir das Spiel auch mal am Arsch legen. Dann nutze ich dafür keine Zeit mehr als Mittel dafür, sondern dann spiele ich das privat. Ich habe keinen Bock, 10 Stunden lang an einem Gegner zu sitzen, der einfach nur overpowered ist und irgendwelche Mechaniken nutzt. Überhaupt kein. Jetzt, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Scheint ein Game Over zu sein. Gut, dann lassen wir das demnächst sein. Dann gucken wir uns jetzt noch die Overworld an, wenn wir nochmal zurück können. Hier wird das sicherlich wieder alle... Ich komme jetzt nicht mal zurück, oder? Ich komme nicht mal zurück. Wo soll ich denn jetzt hier die Ringe finden? Wie lange sind wir denn jetzt schon in der Aufnahme? Wartet mal. Dann machen wir das wie folgt. Das ist doch beschissen, ey, wirklich. Lass mich doch einfach das scheiß verkackte Spiel laden. Gehe ich halt zurück zum Titelbildschirm, mir doch Latte. Ja, cleverer als wir. So, dann gucken wir uns jetzt hier noch ein paar Minuten um und ich denke mal, dann benenne ich die Videos auf YouTube um und mache ein Let's Show draus. Ey, warte mal, ist das nicht? Versuchst du auch mehr über diese Ruinen herauszufinden? Ziemlich unheimlich, dass hier keiner mehr ist, was? Die Technologie der Ahnen übersteigt dein modernes Verständnis. Das ist schwierig. Das ist Schwierigkeitsstufe leicht. Wie soll es denn dann erst auf normal und schwer sein? Aber meinst du, sie wurden von ihrer eigenen Technik ausgelöscht? Nein. Okay. Statt die mich runterlassen, mehr Ringe sammeln lassen und dann weiter geht's. Ich lass dich allein. Ach ja, das wird ja jetzt nicht gespeichert. Das werde ich mal noch mal machen. Speichere ich das? Dann haben wir das. Habe ich das? Dann werde ich Sonic.
Damit willkommen zurück zu Sonic Frontiers. Wie ihr gesehen habt, ist mir eingefallen, dass ich bei den Fähigkeiten diesen Sonic Boom hatte. So, sorry, ich muss hier noch im Hintergrund was etwas leiser stellen. Sonic Boom, ein schneller Tritt, der Gegner mit Schockwellen wegstößt. Und da ist mir so eingefallen, was ist, wenn ich das benutze beim Bossfight? Ich habe eigentlich versucht, jetzt nach nebenbei so Fähigkeitenpunkte zu farmen, damit ich eben Autokombo machen kann. Aber nee, das ging nicht. Und dann ist mir so eingefallen, probierst du mal das aus. Und es hat jetzt im ersten Versuch direkt geklappt. Effektiver als dem selber zu schlagen. So, und dann geht's jetzt weiter. Ach, der ist noch gar nicht tot, oder was? Ach so, ich muss den letzten Schlag so machen. Okay. Ich habe im Übrigen auch versucht, 100% zu machen. Moment. Ein Siegel ist geworden. Der nächste Feind wartet auf der Insel des Sands. Stimmt, du sagtest Titanen vorhin. Plural. Verflixt. Ich muss wohl erst alle großen Bots erledigen. Tut mir leid, Amy. Es klappt. Ich fühle mich wieder wie früher. Mach weiter und lass mich nicht warten. Ich bin schneller zurück, als du Karten legen kannst. Bis dann! Ich habe probiert, die 100% in den anderen Leveln zu machen, aber ich habe bei zwei Leveln 100% geschafft, aber bei den anderen noch nicht. So, Trophäe erhalten, der Anfang. Deswegen werde ich die 100% bei den Leveln sein lassen, also diesen S-Rang, schnellste Zeit, da habe ich dann keinen Bock drauf. Aber wir sind jetzt auf der zweiten Insel. Und ich werde auch so gut es geht alle Rätsel mitnehmen, also die uns die Karte aufdecken. Wenn ich welche übersehe, dann ist das halt so, aber ich werde mich halt gründlichst umgucken. Die Dragon Balls. Alles gut. Einfach hätte ich das auch gar nicht gewollt. So, die zweite Insel. Bisher noch keine Karte. Aber das reicht auch. So, aber ich setze an der Stelle mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich musste nämlich kurz cutten, um zu gucken, wie viel Zeit wir haben noch in dieser Welt hier und im heutigen Part. Und ich sehe so, wir haben so circa eine halbe Stunde. Ich glaube 40 Minuten, um genau zu sein. Aber ich bin lieber auf Nummer sicher, weil ich das jetzt noch schnell zusammenschneiden musste, wisst ihr? Oh, ein interessanter Gegner. Ein interessanter Gegner, der... Oh, wie kommt man denn da hoch? So, also es wäre schon mal ein Anfang, wenn ich zumindest schon mal eine Karte hätte, damit ich so weiß, in etwa, wie weit das Gebiet hier ist. Da ist auch noch ein neuer Gegner. Der versucht so eine... Ah! Versuchst du eine Linie zu ziehen, wie der andere da, nur ein bisschen schmaler. Aber warte, bei ihm brauche ich glaube ich die Stampfattacke, ne? Psst.
Halte ich die mal schnell frei. Noch ein neuer Gegner. Okay, ich sehe schon, alle Gegner profitieren hier von der Stampfattacke. Also da wird die vorausgesetzt, denke ich mal. Ich meine, früher oder später schalten wir sowieso alles frei, aber... Ich muss jetzt mal gucken, was ich hier einsammeln kann, weil somit kann ich jetzt so viel wieder einsammeln, so viel Herzen und sowas. Ne, oder Medaillen gibt es hier, ne? Stimmt. Ah, das ist ein Gegner, ich würde schon sagen, hä? Ich habe eine Vermutung, seine Beine. Nee? Das ist ja mal interessant. Ich muss, glaube ich, alle Ringe ausfüllen, aber ich glaube, ich habe da nicht unendlich viel Zeit. Ich glaube, die Ringe verschwinden nach einer Zeit wieder. Nicht so einfach, wenn der Strahl da die ganze Zeit blockiert. Ah, jetzt. Machen wir es halt so. Wo kommen denn die Dinger her? Also ich habe da überhaupt keinen Überblick auf den Schienen. Der Gegner ist nicht schwer, aber ich denke mal, wir lassen uns beim ersten Part mit mir umschauen, oder? Ich denke, wir müssen uns erstmal umschauen, reicht das. Wir müssen auch erstmal wir wissen, was Sache ist. Der ist nicht schwer, der ist überhaupt nicht schwer, der Boss. Ich sehe bloß diese Dinger nicht. Bloß ich habe gesehen, dass diese Dinger... Huch. Nochmal. Für mich sah das so aus, als ob diese Dinger nur auf der äußeren Schiene zum Beispiel sind. Derweil waren sie dann tatsächlich doch auf der... Das ist ein Gegner, aber hier muss ich es ja die ganze Zeit schon hin. Knuckles, was machst du denn hier? Ach, das ist Knuckles, das habe ich gar nicht erkannt. Halt er durch. Okay. Ah ja, für bei Amy brauchte man Herzen, hier braucht man Erinnerungsmarken. Hält Sonic den Schwanz fest? Nein, ja. Okay.
muss irgendwas an seinem Schwanz machen. Ah, ich sehe schon, ich kann mich da ranziehen. So viele neue Gegner hier, muss ich erstmal reinfuchsen. Einfach Sand reiten aus Zelda. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass man da noch was drücken konnte. Und nochmal. Sieht das aber auch echt schlecht, wo man drücken muss. Das ploppt einfach irgendwo mitten im Bild auf. Bis du realisiert hast, wo du drücken musst, ist es vorbei. Meine neue Lieblingsattacke, die macht so viel Damage. Gut, hier macht sie nur 3, aber bestimmt mehr als wenn ich es normal machen würde. Jetzt darf ich noch mal reiten oder was? Ich muss ja jeden Gegner nur einmal besiegen. In der ersten Welt muss ich noch dieses fliegende Ding besiegen. Also alles schick. Deswegen muss ich den ja einmal besiegen, für die Vollständigkeit halber. Oh, der hat jetzt 9 Trick auf Lager. Irgendwelche Raketen. Ich wette, mit der Standattacke könnte ich mehr Damage machen. So, gleich. Gleich müsste ich angreifen können. Jetzt springt er noch einmal hoch. Nee, doch nicht. Oh, diesmal springt er nicht hoch. Diesmal kommt er sofort. Und zack. Oh, ein Zahnrad sogar. Wichtig. Halte durch, Nax. Wenn gleichzeitig. Okay, wir müssen sowieso Erinnerungsmarken finden. Das dauert jetzt sowieso erstmal eine Weile. Und hier ist schon wieder so ein Challenge-Ding. Warte, parieren. Wie ging das nochmal? Wie konnte man parieren? Ach, fuck. Wie ging parieren nochmal? Oh, hier, drücke eine mächtige Attacke, ein O. Hätte ich das mal eher gewusst, gesehen. Dann hätte es vielleicht beim Boss mega gut geholfen. Wie ging parieren? Da, Trainingssimulator. Ah, okay. Danke, dass es den Trainingssimulator gibt. Ah, vielleicht hätte ich so dieses Wegschleudern verhindern können. Ah gut, wie gesagt, es sind halt so viele Mechaniken, die du hier meistern musst. Das ist Wahnsinn. Oh, das Timing ist aber Wahnsinn.
Wann musst du denn hier drücken? Heilige Erde. Das Timing ist ganz komisch. Deswegen wahrscheinlich auch nur 0 für 1. Deswegen wahrscheinlich auch nur einmal, weil das Timing blöd ist. Wann muss ich denn hier drücken? Zu früh geht nicht, zu spät geht nicht. Erzähl mir nicht. Ich drücke doch schon. Entweder ist es zu früh oder es funktioniert nicht. Gucke, ich drücke schon, wenn das in dem roten Kasten da ankommt, da vorne. Ich drücke jetzt schon, wenn es losfeuert. Auch nicht. Irgendwas funktioniert da nicht. Warte, ich mache nochmal Trainingssimulator. Hier waren wir knapp. Parieren ist nicht vom Timing abhängig. Ah, ich muss gedrückt lassen. Ah, naja, gut, dann. Ich habe gedacht, loslassen. Weil bei dem Trainingssimulator hat das auch funktioniert. Na gut. Okay, jetzt aber. Mensch, war das ein Krampf. So, der erste Teil der Karte aufgedeckt. Zack. Das ist ein neuer Gegner, oder? Ah ne, den hatten wir schon mal. Den besiegen wir trotzdem nochmal, vielleicht gibt er dein Herz. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay, danke, dass du den angesiedelt hast, obwohl ich ganz, glaube ich, nichts angenommen habe. Ich hab den doch nicht angedrückt. Hallo. Konzentrier dich doch mal, Sonic. Ich habe auf den anderen geguckt. Ich habe ganz klar auf den geguckt, der nicht grün war. Bin ich über diese Tipps froh. Ja, und jetzt, wo ich Sonic wieder... Oh, warte, das ist so ein Nachtding. Das muss ich schnell machen, das ist nachts. Solange es Nacht ist, kann man das ja noch machen. Schnell, Beeilung. Ich merke schon, die Sonne kommt. Langsam. Ah, und hier ist genau dasselbe. Ich muss wieder 7 oder Emerald finden. Gut, dass ich den Titel der einen Folge nicht so umbenannt habe, der Emerald, der Weiße. So einen Schlüssel habe ich auch für das nächste Level. Nee, für den Emerald, meine ich. So, jetzt muss ich noch ein paar Dinger finden. So, was machst du? Achso, das ist der mich boostet. Danke. Sehr nett von dir. Da ist ein Level, glaube ich, oder? Nee, da ist der Emerald. Ah, da brauche ich noch Schlüssel für.
Vielleicht passe ich das Thumbnail so an, dass wir zur Hälfte Wüste, zur Hälfte Dings haben, damit man weiß, wo ich dann gerade bin. Oh, ein Rennen. Ich habe das Gefühl, die decken mehr auf. Ich glaube, hier gibt es nicht so viele Challenges. Weil irgendwie decken diese Dinger mehr Gebiet auf, als die anderen es taten. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken, wie viel Zeit verstrichen ist. Dass wir hier nicht. Im nächsten Part haben wir ja 60 Minuten Zeit, hier völlig zu erkunden. Wir haben jetzt erstmal nur den ersten Schritt gemacht. So, lass mal schauen. Ich glaube, 10 Minuten hätten wir noch. Ich wollte doch gerade parieren, jetzt still machen. So. Ah, die machen mehr Damage, merke ich gerade. Wir verlieren viel mehr Ringe als noch vorher. So. Fall doch da nicht runter. Ah, das ist wieder schön. Wir können jetzt hier wieder völlig erkunden. Ich meine, ich bin im letzten Gebiet auch noch nicht fertig. Das muss ich ja zugeben, ne? Da habe ich ja auch erstmal nur den Anfang gemacht. Also beziehungsweise doch, ich habe schon relativ viel erkundet, aber nicht alles. Weil die Karte ist halt logischerweise noch nicht offen. Aber diese paar Dinger, die werde ich, glaube ich, offline machen. So, da ist noch ein Ding, das muss ich noch mitnehmen. Wie komme ich da hin? Jo, lange. Das wollte ich eigentlich noch nicht aufsammeln, aber danke. Oh, hier sind Dinger versteckt. Aber es gilt weiterhin nach wie vor diese Regelung von mir. Ich kann es nicht versprechen, dass ich jeden Tag ein Part bringe hiervon. Zumal nächste Woche steht ja noch Dark Pictures an. Oh, jetzt habe ich genug. Jetzt habe ich genug. Jetzt könnte man mit Knuckles reden. Aber das weiß ich nicht. Ich glaube, ich warte noch. Ah, hier ist noch eins. Gibt es eigentlich so viel zu holen? Gucke, da ist schon wieder eins. Zack. Da oben ist auch noch eins. Mist. Mal. Nächste Woche steht Dark Pictures an. Dann werde ich mich erstmal darauf fokussieren, damit wir ungefähr so einen Plan haben. Der Dark Pictures wird dann erstmal bei mir aufgenommen werden. Ich weiß nicht, ob ich das auch am Stück aufnehme. Kann es sein, dass ich das am Stück aufnehme und dann über die Tage verteilt hochlade. Oh, das ist toll. So, ich denke auch, ich bin dumm, oder?
Die denken auch, ich bin dumm. Jetzt mit der neuen Technik, neuen alten Technik, ist es alles auch ein bisschen einfacher für mich jetzt. So. Ich würde auch sagen, an der Stelle machen wir für heute Feierabend. Wir gucken beim nächsten Mal, was da oben ist. Und bedanke mich fürs Zugucken. Haut rein und ciao. Thank you.